Hare Krishna und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, dem Top-Kanal für Krishna-bewusste Inhalte im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Ananda Krishna Das und heute sprechen wir über meinen Slogan. Wie es dazu kommt, was der bedeutet, also der Kanal-Slogan, der ja lautet Purity is the Force. Hare Krishna, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Das freut mich sehr. Heute möchte ich eben über den Slogan, das Motto meines Kanals sprechen. Purity is the Force. Was das bedeutet und wo das herkommt. So, Purity is the Force ist natürlich Englisch und bedeutet im Deutschen, Reinheit ist die Kraft. Das ist eine Aussage von Srila Prabhupada. Es ist nicht ganz klar, ob Prabhupada dieses Zitat präsentiert wurde und er hat ihm zugestimmt, ob es selbst von ihm stammt oder ob er es zitiert hat, aber es kommt im weiteren Sinne von Prabhupada. Das ist eine Aussage von vieren, die zusammengehören. Vier Aussagen, die gehören zusammen. Und zwar, Purity is the Force, Utility is the Principle, Books are the basis and preaching is the essence. Ja. Also Reinheit ist die Kraft, Verwendbarkeit, Utility, Nützlichkeit ist das Prinzip, Bücher sind die Basis und Predigen ist die Essenz. Und diesen vier Aussagen hat Srila Prabhupada zugestimmt und das heißt, er hat es auch zitiert. Das sind sehr faszinierende, sehr interessante, könnte man sagen, Aphorismen. So, Purity is the Force. Sprechen wir am Schluss drüber, weil da werde ich am meisten drüber sagen, weil das ja das Motto des Kanals. Aber was sind die anderen drei? Utility is the principle. Nützlichkeit ist das Prinzip. Das zeigt die praktische Natur von Krishna-Bewusstsein. Das zeigt die auch moderne Natur des Krishna-Bewusstseins. Wir müssen authentisch bleiben, ganz klar. Ich sitze ja auch hier praktisch in jedem Video mit dem Tilak-Zeichen. Manchmal denke ich, oh, jetzt muss ich das wieder raufmachen, ich mache ein Video, aber ich trage es, das ist das Zeichen, dass wir in allen spirituellen Programmen tragen und auch darüber hinaus. Es ist nicht, dass ich immer trage, manchmal auch nicht, aber bei den spirituellen Programmen, Tempelzeremonien und so weiter, trage ich dieses Tilak-Zeichen, das mit dem Gopi Chandan, diesem Lehm heiliger Orte aus Indien, aufgetragen wird. Und dieses Zeichen, diese zwei Linien und hier, das heißt eben Tilak, das trage ich, um diesen Kanal und diese Präsentation authentisch zu halten. Und ich trete auch immer in die Orange oder hellen Farben auf, die halt noch meinen Stand als Brahmachari bezeichnen. So, das ist authentisch. Das ist die Authentizität. Auch die Botschaft versuche ich authentisch zu halten. Aber gleichzeitig bin ich nützlich. Oder nicht, ich bin nützlich. Ich meine, ich bin praktisch. Praktisch in dem, dass ich etwas mache, was jetzt nicht traditionell ist. Ja, YouTube-Kanal, Kameras, Studio und so weiter. Aber warum tue ich das? Weil es praktisch ist, weil es nützlich ist, weil es der Botschaft dient. So, Utility is the principle. Alles, was dazu dient, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, kann man verwenden. Auch wenn es jetzt nicht in der Bhagavad Gita drin steht. Wenn es einfach praktisch ist. Weil man könnte ja sagen, nein, wir sind ganz traditionell und das haben die ja vorher nie gemacht und Chaitanya Mahaprabhu hat keine Lumix GH5 hier aufgehangen und sich selbst gefilmt und so weiter. Ja. So, Prabhupada hat gesagt, nein, das Prinzip ist dieses, wir können diese Dinge verwenden, auch im Sinne von Yukta Vairagya, das ist ein anderes Prinzip, das heißt die verbindende Entsagung. Alles, was wir mit Krishna verbinden, dem entsagen wir. Normalerweise müssen wir den materiellen Dingen entsagen, um frei zu werden. So, aber ich entsage gerade nicht, indem ich materielle Dinge verwende. Aber weil ich es für Krishna tue, tue ich es nicht für mich. Und deshalb ist es eigentlich entsagt. Entsagte Lebensweise. Obwohl man in der Materie drinsteckt. Wenn man es mit Krishna verbindet. Deshalb Yukta. Yukta heißt Verbindung. Vairagya heißt Entsagung. Das sind eigentlich zwei Dinge, die sich widersprechen. So, das ist auch eines der Prinzipien in diesem Prinzip, Utility is the Principle. Wenn wir die Dinge für Krishna verwenden, dann können wir praktisch sein, können wir modern sein und so weiter. So, das war das erste, über das ich gesprochen habe. Dann, Books are the basis, ganz logisch. Die Bücher sind die Basis.
Prabhupada hat Bücher immer betont, das ist die Grundlage für unsere Lebensweise. Das vereinheitlicht auch die Lebensweise aller Hare Krishna Devotees, weil wir jetzt wissen, was ist was, was glauben wir, was wissen wir, was praktizieren wir, was ist die Philosophie, was ist die Kultur. Ja, muss man nicht spekulieren, weil es steht ja hier schwarz auf weiß. Kali Yuga brauchen wir alles schwarz auf weiß, sonst verwischt das, verliert man das. So, das ist auch klar, Bücher sind die Basis, die Grundlage. Was hatten wir noch? Predigen ist die Essenz. Preaching ist die Essenz. Es geht darum, Krishna weiterzugeben. Das ist das Essentielle. Alles drumherum ist nicht die Essenz. Diese Kamera ist nicht die Essenz. Die Botschaft ist die Essenz. Aber Utility ist die Principle. Was halt hilft, die Botschaft, die essentielle Botschaft zu verbreiten, kann man verwenden. Aber die Essenz, das Essentielle, das Lebensspendende, das Zentrale ist Krishna, den wir weitergeben wollen, den wir den Menschen kommunizieren wollen. So, das waren die drei. Und eben dann, Reinheit ist die Kraft. Purity is the force. Warum haben wir diesen Slogan gewählt? Weil das sagt viel aus, ist eine schöne Aussage, ist irgendwie harmonisch, klingt gut. Wir haben es in Englisch genommen, weil das die Originalaussage ist. Ich dachte vielleicht Deutsch, Reinheit ist die Kraft. Könnte man auch machen, ist ein deutscher Kanal. Aber Purity is the force hat noch irgendwie, und wir sind eh schon so, wie sagt man, anglisiert, so sagt man, ja. Ja, und wir verwenden ständig diese Anglizismen, manche kämpfen dagegen an und wollen alles deutsch halten, und ich wertschätze auch diese Bemühung, dass die deutsche Sprache, wie sagt man, auf Deutsch nicht verhunzt wird, aber mancher Anglizismen können wir uns auch aus Authentizitätsgründen nicht verwehren, um eben zum Beispiel, ja, man muss nicht alles eindeutschen, weil die Dinge aus anderen Kulturkreisen, anderen Sprachen kommen, und kann man die auch so verwenden. In Indien sind die ganz gut darin. Wenn man Indern mal zuhört, wie sie sprechen, da sind so viele englische Aussagen drin, die schmeißen, die mischen die da so rein in ihr Hindi-Gespräch. Das klingt sehr funny, ja, weil die haben kein Problem damit zu assimilieren. Das ist überhaupt das so, das hindu-indische, ja, Mindset. Kein Problem zum Assimilieren. Sie müssen da nicht so mit dem Kopf durch die Wand. So muss es sein, weil so bin ich aufgewachsen und so ist es. So, jedenfalls, Purity is the Force, wir haben uns dafür entschieden, wir lassen es in der Originalsprache, in der es gesagt wurde, und die meisten sprechen gut genug Englisch und verstehen es. So, Reinheit ist die Kraft. Das entspricht, dieses Motto entspricht mir, ist was Persönliches. Das ist nicht mein Motto jetzt, oder nachdem ich alles richte, aber es ich lebe nach diesem Prinzip. Das beinhaltet Sattva, Guna, Reinheit, Tugendhaftigkeit. Weil eine spirituelle Lebensweise ist geprägt von Tugendhaftigkeit, von Einfachheit, Sauberkeit, Disziplin, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, tugendhafte Eigenschaften. Und auch einem tugendhaften Lebensstil, früh aufzustehen. Das ist so wichtig, darf man nicht unterschätzen. Früh aufzustehen, reines Bewusstsein zu kultivieren. Und das ist ja auch eines meiner Themen dieses Kanals. Ich empfehle das ja immer wieder, rein zu leben, sich zu rein zu halten, körperlich wie geistig. Das heißt, jeden Tag ein Bad nehmen. Das war mir früher nicht so klar, muss ich ehrlich sagen. Also, und heute nehme ich mindestens 2-mal am Tag ein Bad. Zum Beispiel. Ich muss jetzt ja nicht in diese ganzen, in solche Dinge im Detail eingehen, aber als Hare Krishnas im Tempel speziell, weil man das sich reinhalten muss, wegen Tempel und Bildgestalten und Detis, soll man ja auch äußerlich rein sein, nimmt man 2 bis 3 Mal am Tag ein Bad. Und in Indien im Besonderen, den Brahmanas ist es vorgeschrieben, 3-mal am Tag zu baden, morgens, mittags, abends. Auch weil es sehr heiß ist, man schwitzt ja auch mehr. So, zum Beispiel. Ja, das sind Dinge, die ich kommunizieren möchte, also primär die philosophischen Dinge, aber manchmal auch praktische Dinge. Euch zu ermutigen, rein zu leben, weil wenn ihr rein lebt, lebt ihr auch glücklicher. Ich denke, das versteht sich von selbst. In Tamaguna und Rajaguna kann man nicht glücklich leben. And by the way, um einen neuen anderen Anglizismus zu verwenden, darüber möchte ich noch ein ausführliches Video machen, über die 3 Scheinungsweisen und warum Sattvaguna, Reinheit, Tugendhaftigkeit empfohlen wird. Was ist Tugendhaftigkeit und was ist ihr Effekt in den verschiedenen Lebensbereichen? Denn die Bhagavad Gita geht sehr ausführlich auf diese Themen ein, widmet
den Erscheinungsweisen, den sogenannten Gunas, sogar ein ganzes Kapitel, das 14. Kapitel, geht nochmal im 17. und 18. Kapitel nochmal detaillierter drauf ein und erwähnt immer wieder im ganzen Text. So, das ist eines der Hauptthemen der Bhagavad Gita und da möchte ich was dazu sagen, weil mir gefällt die Systematik der Bhagavad Gita, weil es wird manchmal alten Schriften und Traditionen vorgeworfen, ist nicht sehr systematisch und erst in neuer Zeit und besonders mit den Griechen hat es begonnen und dann die Europäer haben es natürlich fortgeführt, ist diese analytische Herangehensweise an Wissensgebiete erst aufgekommen und früher hat man das nicht gehabt. Und das stimmt überhaupt nicht, weil die vedische Tradition ist reich an Analytikern und analytischen Methoden und sogar die Quellentexte wie Bhagavad Gita hat eine analytische Herangehensweise an die Dinge. Und das finde ich persönlich als westlich geistiger Mensch, in manchen Bereichen eben, ansprechend. Genau. So, da möchte ich noch ein Video machen über diese Erscheinungsweisen. Sattva-Guna. So, Purity is the Force, wenn man das übersetzen würde, in Sanskrit, das würde heißen Sattva-Shakti. Ja, sowas wie Sattva-Shakti. Hm? Die Kraft der Reinheit. So, wenn wir diese, und das erlebe ich selbst auch, wenn ich rein bin im Geist, in meinem Verhalten, ja, tugendhaft, dann habe ich nicht nur auf der materiellen Ebene bin ich effektiver, Force, dann habe ich mehr Kraft, um Dinge umzusetzen, weil ich kann klarer denken, ich kann meine Ziele besser visionieren und kann mir einen Plan machen, wie ich sie erreiche und habe auch die Beständigkeit, die Konsistenz, die Ausdauer, sie zu verwirklichen. So, das ist das eine. Sattva-Guna ist unerlässlich, wenn man auf der materiellen Ebene erfolgreich sein möchte. Umso mehr auf der spirituellen Ebene. Nur durch Reinheit, im Besonderen Reinheit des Herzens, kann ich Krishna bewusst werden, Krishna anziehen, Krishna erfreuen. So, das ist so eines der zentralen Themen meines Kanals. Reinheit des Herzens. Und das ist eines der zentralen Themen überhaupt in der Lehre von Chaitanya Mahaprabhu, dessen Lehre die Lehre des Bhagavatam ist, der sie angewandt hat. So, Chaitanya Mahaprabhus 8 Verse, Shikshashtaka, da habe ich auch eine Videoreihe dazu, zum Shikshashtaka, beginnt genau mit dieser Aussage. Cheto Darpana Marjanam. Wer den Spiegel des Herzens oder das Spiegel des Geistes, Chetaha, sage ich Bewusstsein, und Bewusstsein geht von der Seele aus und die Seele ist im Herzen, so Geist, Bewusstsein, Herz, gehört da zusammen, so Cheta Darpana, wer den Spiegel Marjanam reinigt, das wird erreicht durch Sankirtan. Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavag Nirvapanam, von den Leiden der materiellen Existenz wird man befreit. Parang Vichayate Shri Krishna Sankirtanam, durch das gemeinsame Chanten der heiligen Namen. So, das Chanten ist die essentielle Tätigkeit, das Chanten des Hare Krishna Mantra. Und was macht es? Es reinigt unser Herz. Und wenn das Herz gereinigt wird, was sehen wir da? Wenn der Spiegel des Geistes gereinigt ist, der Spiegel des Bewusstseins, haben wir ein reines Bewusstsein. Momentan unser Bewusstsein ist verunreinigt von Materie, mit der wir uns identifizieren und das macht unser falsches Ego aus. Dadurch glauben wir, etwas zu sein, was wir nicht sind. Wenn diese Unwissenheit, diese Unreinheit behoben ist, sehen wir, wer wir wirklich sind. Und wer sind wir? Wir sind spirituelle Seelenwesen. Wir sind ewig transzendental, glückselig, voller Bewusstsein. Wir sind spirituelle Personen mit spiritueller Form, die momentan verloren ist, vergessen ist, bedeckt ist. So, Purity is the Force. Durch diese Reinheit haben wir die Kraft, das höchste Ziel zu erreichen, Selbsterkenntnis, die Transzendenz zu erreichen. So, das ist der Slogan des Kanals. Wir brauchen die Reinheit und das erreicht man durch die Krishna-bewusste Lebensweise und das erleben wir. Unser Herz wird reiner. Wir erkennen, was sind die Verunreinigungen, die sogenannten Anarthas, Neid und Zorn und Gier, Illusion, Anhaftung, Eifersucht und so weiter. Und wir können an uns arbeiten, diese schlechten Eigenschaften und Verhaltensmuster, schlechten, Habits, Angewohnheiten aufgeben. Und das ist so wichtig, oder? Ihr wisst doch, wer hat keine schlechten Angewohnheiten? Und wir wollen die eigentlich nicht, oder? Oder möchtet ihr eure schlechten Angewohnheiten? Manche sind grob, schlechte Angewohnheiten sind grob, wenn wir noch sehr grobstofflich sind, sehr sinnlich und dann, wenn wir noch ja, diese sehr starken Anhaftungen haben, irgendwen ständig schlagen zu müssen,
gewalttätig zu sein oder an Berauschung angehaftet zu sein oder irgendwelche starken sexuellen Begierden, Perversionen vielleicht sogar. Das ist unangenehm, ja. Und das versteht man. Ah, das ist nicht kompatibel mit mir eigentlich, mit dem, was ich sein möchte. Ne? Da muss man sich arbeiten, ja. Da muss man sich arbeiten. Und das wird abfallen, wenn man konsequent ist. Und dazu braucht man Barmherzigkeit von Krishna. Deshalb muss man chanten, Hare Krishna, wird man frei von. Oder auch leichtere Anhaftungen, die sich mehr auf Dinge beziehen, die man sagt oder man denkt oder die man fühlt. Ja, das ist so eine Progression der Intensität. Das eine ist das Physische, wirklich was tun, was Sinnliches. Schlagen oder Sexualität oder Drogen nehmen oder solche Dinge, Fleisch essen, ja. Sehr dunkle, animalische, triebhafte Handlungen, sinnliche Handlungen. Oder Dinge, die ich sage, schon weniger physisch manifestiert, aber immer noch schlechte Eigenschaften. Wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke, wenn ich fluche, das ist mir schon oft, habe ich schon oft erwähnt, das ist eine, war eines der Dinge, das mir aufgefallen ist, als ich in den Tempel gegangen bin, dass die Devotees nicht fluchen. Und wenn manchmal hier jemand flucht, dann korrigiere ich den sofort und sage, hallo, wir sprechen so nicht. Ein Devoti ist ein Kavi. Kavi ist ein Poet. Und wir drücken uns immer eloquent aus und auch poetisch. Ich selbst fluche fast nie. Fast nie. Manchmal vielleicht so ein Hauch oder manchmal ein bisschen was Anstößiges kommt manchmal so raus, aber dann tut es mir auch leid und korrigiere ich das auch und entschuldige ich mich auch. Kann schon mal sein, dass man irgendwas nicht Korrektes sagt. Bin ja nicht der Jesus. Hare Krishna. Da muss man sich arbeiten, wie man sich ausdrückt, wie man spricht, wie man über andere spricht, dass man nicht über andere lästert und quatscht und so weiter. Also wir müssen mal, wie sagt man, jemand, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Unsere Klappe halten und gut über andere denken. Nur das Gute in anderen sehen. So was man spricht, dass man da auch Sattva-Guna in seiner Sprache, Reinheit in seiner Sprache, dann was man denkt, welche Gedanken hat man. Ja. Gibt sogar in der Bibel so eine Aussage, ich werde auch mal ein Video über die Bibel machen, das habe ich auch vor, ich möchte mal über die Bibel sprechen, weil das Christliche kommt doch manchmal durch und manche Sachen sind auch interessant, ist ein interessanter Text. Kommt ja auch Krishna auch vor. So jedenfalls, da gibt es auch diese Aussage, dass man nicht unkeusch sein soll im Geist. Irgendwo habe ich das mal gehört, dass das da steht. Oder? Und das ist auch für unser Brahmacharya-Prinzip, und Brahmacharya gilt für alle Transzendentalisten, dass man einen reinen Geist hat. Auch achtet auf darauf achtet, was man denkt. Weil das, was man denkt, das setzt sich dann um in Gefühle, in Handlungsweisen und so weiter. Da beginnt alles. Ja, deshalb reinen Geist haben. Und wenn ich merke, ich denke jetzt etwas Unzulässiges, Unerlaubtes, Unschönes, ob das irgendwie gewaltvoll ist oder sexuell oder irgendwie anders, egoistisch, triebhaft, manisch, hasserfüllt, negativ, ja, gierig, muss ich das stoppen. Dann muss ich entgegenwirken und sagen, nein, das ist nicht so. Oder was anderes denken. Und deshalb ist das Chanten von Hare Krishna immer so effektiv. Weil das ist ein Mantra. Mantra ist, was den Geist befreit. Das hilft dann. Deshalb muss man sich ablenken. Entweder kann man ein bisschen rationalisieren und gegenwirken mit der Intelligenz und zu sich predigen und sich das erklären. Aber noch besser ist Hare Krishna, Hare Krishna. Und dann hat man, bekommt man auch wieder die Kraft. Ja, da kommt wieder Reinheit durch den Mantra. Dann hat man die Kraft, diesen Tendenzen entgegenzuwirken. Dann kann man lernen, den Geist zu kontrollieren. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Sehr wichtige Eigenschaft. Wir müssen Geisteskontrolle üben. Früher hatte ich das. Bevor ich Devotee wurde, habe ich das erkannt, dass ich einen Geist habe. Oh, große Erkenntnis. Ja, wenn man so mitten im Materiellen ist, so eins ist mit Materie, wir wissen ja oftmals nicht mal, dass wir einen Geist haben, dass wir denken, oder wir wissen nicht mal, was wir denken. Das läuft so wie im Film ab. Und da habe ich meinen Geist begonnen zu erkunden und gesehen, dass ich viele Dinge denke, automatisch denke, die ich gar nicht möchte und die mir gar nicht gefallen und die mich eigentlich stören. Aber ich konnte es nicht in den Griff bekommen. Da kamen diese Gedanken und ich konnte es nicht kontrollieren. Und dann habe ich, ich hatte ein Auto, und da habe ich, um mich daran zu erinnern, den Geist zu kontrollieren, wie das Steuerrad des Fahrzeugs, habe ich auf das Auto draufgeschrieben, nicht aufs Auto, auf das Lenkrad, Mind Control. Da habe ich das irgendwie intuitiv verstanden, da war ich noch gar nicht in Kontakt mit Krishna. Ich muss meinen Geist kontrollieren. Und einmal hatte ich dann eine Idee, ich wirke dem
den komischen Gedanken des Geistes mit meiner Intelligenz entgegen, in die ich manifestiere als einen kleinen weißen Ninja mit zwei Ninja-Schwerten. Und jedes Mal, den habe ich dann visualisiert, wenn so ein Gedanke kam, den ich nicht mochte, kam der und hat den zerstört, angekämpft. Und so sprang dieser Geist, dieser Ninja in meinem Geist rum und hat für Ordnung gesorgt. Das war natürlich sehr anstrengend, aber hat irgendwie auch funktioniert. Aber dennoch, als ich dann in Kontakt kam mit den Devotees und sie mir dann Mantra erklärt haben, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich gesucht habe, genau das, was ich brauche. Das wird meinen Geist kontrollieren und das hat gestimmt. Ich habe dann sehr gut begonnen zu chanten, so viel ich konnte. Da habe ich sehr schnell bemerkt, dass es genau das macht. Mantra, was den Geist befreit. Manas, der Geist, Trayate, befreien, beschützen auch. Kshatriya, derjenige, der vor Gefahr beschützt. So, Mantra befreit den Geist, beschützt den Geist. Und deshalb kann ich das nur empfehlen. So, da auch wieder, Mantra bringt durch seine Reinheit die Kraft, wodurch wir erfolgreich sein können, in unserer Existenz. Und dann, was ich auch erwähnt habe, die Gefühle, dass wir auch lernen, die Gefühle zu verstehen, dass wir auch nicht negativ fühlen, dass wir nicht diese Hassgefühle haben, negativen Gefühle haben. So, Reinheit in jeder Hinsicht. In den Gefühlen, in den Gedanken, in den Worten und in den Handlungsweisen. Und wenn wir dann diese Reinheit mehr und mehr verwirklichen, verlieren wir nicht diese Energie in all diesen materialistischen, groben, negativen, ziehenden Aussagen und Handlungen. Wir bekommen Selbstkontrolle und können unser Leben in die Hand nehmen und bestimmen, was zu tun und einfach durch diese Tugendhaftigkeit, durch diese Kraft erfolgreich sein im Leben. Kontrolle haben über uns selbst, Verantwortung übernehmen, sich ein Ziel setzen und dieses Ziel soll was sein? Krishna. Krishna soll das Ziel sein und dann mache ich mir einen Plan und dann gehe ich die Schritte zu Krishna in, ja, durch diese. Und dann werde ich die Kraft haben, das umzusetzen. Das ist der Punkt. So, Reinheit ist die Kraft. Reinheit bringt die Kraft. Purity is the force. Das ist das Motto meines Kanals und fast alle Videos, würde ich mal sagen. Manchmal mache ich so ein paar Nebenthemen. Ich werde auch mal über die UFOs sprechen und ich werde mal über schwarze Magie sprechen und ich werde mal über die Mondlandung sprechen und solche Themen kommen auch dran. Aber die Masse der Videos, weil das alles irgendwo dann noch mit Krishna in Verbindung steht, ja, oder über indische Geschichte möchte ich noch sprechen und der Faust wird nochmal rezensiert und die Bibel kommt noch dran und so weiter. Aber eben weil es mit Krishna irgendwo in Kontakt steht, weil ich da Krishna drin erkennen kann, um so mal ein paar interessante Dinge auch zu präsentieren. Aber die Masse der Videos und in Essenz geht es immer dann darum, wie können wir praktisch Krishna-Bewusstsein praktizieren? Wie können wir das anwenden, um, und Krishna-Bewusstsein heißt ja reinstes Sein. Krishna ist ja Shuddha, vollkommen rein und wir Seelen sind das auch. So, durch diese Reinheit haben wir die Kraft, effektiv zu wirken. Und wie gesagt, der Kanal ist diesem Motto gewidmet oder manifestiert dieses Motto, erläutert das. Hare Krishna, danke vielmals fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat, war erläuternd, war erklärend, hat kommuniziert, warum wir diesen Kanal, dieses Motto da gegeben haben. Und das Logo ist ja auch drüber, ja, das sind meine Initialien. Aber in der Mitte ist das Vaishnava-Zeichen, ja? Vaishnava-Zeichen, das Tilak-Zeichen. Und ein AK, Ananda Krishna. Und eigentlich ist es nicht mein Name, weil eigentlich ist es ja ein Name von Krishna. Ananda Krishna, also ein Name von Krishna. Und ich bin Das, Dasa. So, und das Das hat nicht ganz ins Logo reingepasst. Wir wussten nicht, wo wir das hinmachen sollen. Und dann dachte ich, eigentlich ist es okay, weil es ist jetzt auch nicht zu stolz zu sagen, hey, ich habe hier mein Logo. Eigentlich ist es Krishnas Logo. Weil mein Name, Ananda Krishna, ist ein Name von Krishna. Und ich bin Das, ich bin der Diener. So, wenn jetzt nicht Diener dabei steht, ist das sowieso Krishna und nicht ich. So, da möchte ich mich auch dran erinnern, dass es eigentlich Krishnas Name ist, Ananda Krishna. Und ich bin Das, ich bin der Diener von Ananda Krishna. Gut, ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Erfolg in eurem spirituellen Leben. Versucht auch nach diesem Motto zu leben. Versucht das umzusetzen. Purity is the force, Reinheit ist die Kraft. Arbeitet an euch. Es ist nicht immer leicht, aber es ist notwendig. Und es wird funktionieren, wenn wir einfach weitermachen. So, einfach weitermachen, gemäß dem Motto, Reinheit ist die Kraft. Hare Krishna.